Wir können das ja alles wiederholen. Finde Mr. Freeze und berge das Heilmittel. Ward the Freeze, indem du nach der kältesten Stelle in Arkham City suchst. Ja. Machen wir. Sobald das hier weitergeht. Am besten jetzt. Jetzt könnte auch nicht schaden. Ach ja. Na also. Woran hängt's? Tja. Die Tür, sie ist zu. Woran hängt's? Und was jetzt? Ihr zwei versucht weiter reinzukommen. Ich baller ihre Köpfe weg, wenn sie versuchen rauszukommen. Und was dann? Dann schnappen wir uns Freeze und schleifen ihn zum Joker? Klingt nach einem Plan. Hat einer Zigaretten dabei? Meine sind alle. Seit Joker und Pinguin sich die Köpfe einschlagen, bekommt man hier kaum noch, was man haben will. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht haben Pinguins Jungs weg. Zu mir, ich hab ihn. Bist du sicher? Was? Oh Gott! Leute, bewegt eure Ärsche her! Sofort! Komm, wach auf! Verdammt, der ist... Komm, leg dich dazu, dann passt das. Und wieder hoch. Huch. Ruhe bewahren. Wir müssen uns zusammenreißen und ihn finden. Wenn wir ihn verlieren, sind wir tot. Kapiert? Puh. Was zum Henker bist du, Batman? Sauer bin ich. Ah, der ist da drunter, ne? Ne, den kriegen wir. Was ist hier los? Ja. Wurde erbaut, um die Bürger von den Insassen von Arkham. Ich weiß, ich hab's heute noch nicht gesagt, aber ich bin Batman! Ah, mal darüber. So, komm mal ein bisschen ums Eck, mein Freund. Lass mich in Ruhe, Batman! Nein! So. Es ist ja auch mal Ruhe im Karton. Schubidu und Schubida. Hier wird's ja wieder kälter. Wärmer. Hier auch. Erste Person RT halten. Machen wir das mal. Ja, wo geht's denn hier hin? Ich fühle mich ein bisschen wie eine Ratte. Oh, super. Hm. Irgendwie konnte ich doch... Ah ja, genau so. So, sind das Jokers Männer? Nee, ne? Klingelndes Telefon? Was? Wo? Da unten. Wir konnten Batman eindeutig identifizieren. Hallo, Batman. Kennst du meine Stimme noch? Victor Zsasz. Höchstpersönlich. Freut mich, dass du dich erinnerst. Ich werde dich nie vergessen. Ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, Batman. Nur für dich. Klingeling. Klingeling. Arkham City ist eine Besserungsanstalt. Ja, das war Zsasz oder auch Zsasz. Das ist eine französische Chansonsängerin, die in den letzten paar Jahren ziemlich bekannt geworden ist. Die sitzt auch in Arkham City.
Jo, na gut. Nehmen wir die Jungs da jetzt auseinander? Ich weiß zwar nicht, ob das die richtige Richtung ist, aber wir schauen einmal. Hallo, ich verkaufe diese modischen Lederschuhe. Batman, es ist Batman! Ja. It is Batman. Du wirst hier sterben. Da-da-da-da. Hey, weg mit dem Zeug. Heute Nacht wirst du sterben. Keine Waffen. Das wird leicht, Bad Freak. Nein. Ugh. Na gut, dann machen wir halt mal hier so ein Gleittrittgedöns. Peng. Was willst du tun, Batman? Euch ein bisschen die Ohren vermöbeln. Au. Jetzt reicht's mir aber. So. Schluss jetzt. Crank Co. Toys. Crank Company. Okay. Tada, tada. Hallo, ist jemand zu Hause? Na gut. Naja. So. Was haben wir denn hier? Überall kleine komische Teddys. Oder Häschen oder Häschen-Teddys. Keine Ahnung. Warte mal. Hä, das ist doch hier, hier war doch Bane. Ich bin schon total falsch. Oh. Warte mal, konnte ich nicht mit dem Greifhaken irgendwie? Moment, mit dem hier? Na also. Hat sich ja doch noch gelohnt, hier reinzugehen. Ich wollte gerade sagen, das kam mir alles schon so bekannt vor hier drin. Ja, dann wieder zurück. Müssen wir hier gucken, ob wir irgendwie reinkommen. Komm, lass dich mal fallen. Irgendwo ein Fenster auf? Nö, ne? Och, Mensch, ich hab doch schon mit dir telefoniert. Ich höre. Oh, Batman, du klingst ungeduldig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nur so kannst du mein Spiel gewinnen. Wie du vielleicht weißt, erlöse ich die hirnlosen Marionetten, die das Glück haben, meine Rufe zu erhören. Du erlöst sie nicht. Du bringst sie um. Kommt wohl ganz auf die Perspektive an. Ich sehe es so. Das sind drei kleine Schweinchen, die nur darauf warten, dass ich sie vom Leben heile. Könnte mir gut vorstellen, dass die das nicht ganz so sehen.
Wenn du sie verletzt, Zaz, komm ich dich holen. Darauf möchte ich wetten. Doch vorher ein Spiel. Irgendwo in Arkham City klingelt in diesem Augenblick ein Telefon. Ich weiß, es ist ein großes Gebiet, aber du findest es. Brauchst du zu lang, töte ich die Schweinchen. Und versuch ja keine Tricks. Ein Freund half mir, dieses Signal über jeden Verbindungsknoten von hier bis Bloodhaven zu leiten. Du findest mich nie. Jetzt leg auf und fang an zu laufen. Klingeling. Klingeling. Ja, super. Oh, klasse. Ich hab keine Zeit für so einen Scheiß. Zwei Minuten. Wie weit ist denn das noch? Ah, da, 300 Meter. Alles klar. Herzchen, ein Boost, ein Turbo-Boost wäre nicht schlecht jetzt. Na, kann ich vielleicht irgendwo? Danke. Gib Gummi! Oh, da wollte ich gar nicht hin. Wie weit sind wir denn noch weg? 80 Meter, alles klar. Das sieht gut aus. Da unten ist es, glaube ich. Jawohl. Ah, ich stehe hier noch Jungs davor. Aua. Wow, voll konzentriert. Der ist schon mal ruhig. Alles klar, das müsste der letzte gewesen sein. Hopp, 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 hopp. Hopp, Batman, hopp, hopp. 20 Sekunden noch. Und ab. Ahu. Habe ich dir je von meinem ersten Mord erzählt, Batman? Nein? Wie du sicher weißt, waren meine Eltern tot und ich reich. So reich, dass ich alles haben konnte, was ich wollte. Aber ich wollte nur, dass sie leben. Jetzt weiß ich, dass dies unmöglich war und ihr Tod einem höheren Zweck diente. Aber damals, da hatte ich noch keine Ahnung davon, wie viel Spaß es macht, warmes Fleisch zu zerschneiden. Mir war überhaupt nicht klar, wie ich es all diesen Leuten ersparen könnte, ihr elendes Leben zu leben. Du hättest es dabei belassen sollen. Wirklich? Ach, da unten ist ein Balken. Alles klar, den muss ich voll kriegen. Such ein anderes Telefon, Batman. Bis dann. Wie? Nein, 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 nein! Von Arkham City. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden ihnen sämtliche Grundrechte entzogen. Was ist mit dir los? Ich hab das Gefühl, dass du nicht bei Joker mitmachen willst. Ich will nur meine Ruhe haben. Sorry, aber daraus wird nichts. Entweder du tust, was ich will und bringst mir Scalps von einem von Pinguins oder Two-Faces Jungs, oder ich trete dich zusammen. Aber ich kann nicht kämpfen. Verdammt, ich bin Buchhalter. Ich kann das nicht. Die töten mich. Nein, du kannst das. Ich meine, du hast gar keine Wahl. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Ich werde dir wehtun. Gerade so sehr, dass du dich an das erinnerst, was du tun sollst. Hast du gehört, dass sie Bruce Wayne hierher gebracht haben? Schnee von gestern, Mann. Pinguin hat sich mit ihm getroffen.